irgendetwas. Irgendetwas. Okay, was machen wir nur? Wir können Regenschirm nehmen. Ich würde gerne wissen, was wir jetzt hier noch machen müssen. Reparieren. Vielleicht mit dem Hammer? Vielleicht müssen wir es mit dem Hammer ganz abschlagen? Keine Ahnung, ansonsten vielleicht da Wasser drauf schütten. Jetzt muss ich, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo wir den Hammer gelassen haben. Da ist der Hammer. Okay, dann versuchen wir es halt mit dem Hammer. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil ansonsten bin ich jetzt langsam am Ende meines Lateins. Nein! Ich denke mal, das müssen wir da unten abdrehen. Aber wie kommen wir jetzt noch eine, noch eins runter? Mit dem Aufzug? Geht der Aufzug noch eins weit runter? Oder es geht irgendwo noch hin? Warte mal, jetzt gucken wir mal. Geht's denn noch tiefer? Mutti, hilf mir doch mal. Wir langweilen uns hier zu Hause. Wir wollen hier unbedingt raus. Und um das zu erreichen, müssen wir uns vergiften. Müssen wir euch vergiften. Also, erzählt mal, liebe Eltern. Wie stelle ich das an? Wie stellen wir das an? Haben wir hier irgendetwas übersehen? Geht es da irgendwo noch runter? Nein, sondern ich denke mal... Warte mal. Da geht es bestimmt noch runter. Vielleicht mit dem Regenschirm da runtergleiten lassen? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal aus und werden dann mal sehen, wo das alles hinführt. Also... Huch, das war aber jetzt knapp. Wäre jetzt fast runtergefallen. Okay. Ich hoffe mal, dass es da hinten runter geht, weil ansonsten habe ich keine Ahnung. Warte mal, das ist da irgendwie... Kamin. Ups. Okay, so geht's nicht hin. Okay. Dann laufen wir nochmal den... Nein, den Regenschirm sollt ihr mitnehmen. Ich weiß da noch nicht, ob wir den überhaupt nochmal benötigen, aber... Ja. Okay. Cool. Ein paar Skelette, die trinken Tee. Das ist cool. Mit einem Tütü. Das wird wahrscheinlich das Mädchen sein. Und der Mann hat einen Regenschirm. Oder so. Okay, vielleicht da irgendetwas. Werden wir hier irgendetwas machen können? Nein, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Okay, gut. Wenn wir hier nichts machen können, haben wir denn... Ich glaube, wir haben ja schon alle Zimmer aufgeschlossen. Ja, das ist das Zimmer von den Kiddies. Kann ich hier irgendwas mit dem Regenschirm machen? Nope. Muss ich vielleicht... Müssen wir vielleicht irgendwie dem Hund Wasser ins Futter räumen? Oder müssen wir vielleicht dahin... Müssen wir vielleicht da raus und mit dem Regenschirm da runter, aber ich glaub's nicht. Ah! Ah! Ah, wohin geht's? Ach so, nee, das ist ja...
Das ist ja die Seite, wo der Hund wacht. Also wir müssen irgendwie den Hund von da weglocken. Damit wir wahrscheinlich runter in den Keller kommen. Also, lasst mal den Regenschirm da. Und wir nehmen den Nachttopf. Den befüllen wir jetzt mal mit Wasser. Dann muss er vielleicht pinkeln. Und dann können wir raus. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ansonsten muss ich es nochmal rattern lassen. Okay. Wasser ist drin im Nachttopf. Kiddies, hallo. Nimmt den Nachttopf mit. Danke. So. Und nun? Nein? Oh, it's your favorite. Unser Leibgericht. Ja, der Hund fällt ja nicht mehr. War vorhin der Topf nicht gefüllt, als wir versucht hatten, das... Nein. Sonst irgendetwas, was wir hier mitnehmen können? Nein. Also ich bin gerade am Ende mit meinem Latein. Aufschließen können wir nichts mehr. Mit dem Hammer können wir nichts kaputt machen. Oder? Ich wüsste nicht was. Da hängen. Nee, das sind irgendwie schiefe Regale. Hammerchen, komm mit. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir machen sollen. Hebel für Speiseaufzug. Okay, ich. Wir versuchen jetzt mal alles. Aua, aua. Die will uns mit dem Kochtopf hauen. Machen wir vielleicht mal einfach Wasserhahn kaputt. Machen wir Wasserhahn kaputt? Auch nicht. Da rein. Auch nicht. Sorry, Nase juckt. Regenschirm, ich wollte jetzt eigentlich... Ich habe keine Ahnung. Irgendetwas übersehe ich. Perhaps instead of a pony, I can buy you one of those new motor carriages. They don't startle as easily or die in unexplained bonfires. Ich muss Papa da weglocken. Damit ich dann das mit dem... Aber da geht es ja dann zur Höhlentür weiter. Und wir haben dann, ich denke mal, das erst, wenn die Suppe fertig ist. Aber... Wann ist diese blöde Suppe denn fertig? Vielleicht doch mit dem... Oder müssen wir vielleicht... den Dietrich zum Vater bringen... damit der dann abgelenkt ist. Wir versuchen es mal. You know I'd let you go out and play, but your mom is almost ready with our supper. Okay. Mutti. Jetzt bin ich langsam am Ende mit meinem Latein. Voller Nachttopf. Da komme ich erst zum Rattengift, wenn ich da unten gewesen bin. Wie komme ich da raus? Warte mal, wenn wir das hinstellen und nichts in der Hand haben. No, no, no. No, no, no. Alles klar. Was sind vielleicht... Ja, nee, können wir ja auch nicht. Wachhund.
Wachhund, Wachhund. Nein. We should move to the country. Schön, dass wir aufs Land ziehen sollten. Hast du vielleicht noch irgendetwas Produktives auf Lager? Damit ich mal weiß, wie es hier vorangeht. Nein, nein, nein. Was sollen wir denn hier eigentlich mit Chuck der Pflanze anstellen? Ich verstehe das nicht. Ich meine, die wird ja nicht ohne Grund angezeigt, denke ich mal. Was machen wir nun? Ist hier irgendetwas? Nein. Okay. Vielleicht müssen wir ja irgendwie die Kohlen auch noch zum Löschen bringen. Keine Ahnung, vielleicht muss er dann... Nee, ich glaube, damit können wir nichts anstellen. Denke ich mal, oder? Nein, das wollte ich mir eigentlich nicht nochmal anschauen. Ich wollte mir das doch nicht nochmal anschauen. Irgendetwas hier zum kaputt machen oder sonst irgendwas. Also Leute, ihr merkt schon, ich bin jetzt schon wieder irgendwie am ruhiger werden. Das liegt daran, dass ich nicht genau weiß, was wir hier tun sollen. Kein Hinweis und gar nichts. Wir haben Nachttopf, Regenschirm. Nein. Vielleicht den Hammer wegschmeißen, dass der Hund aufmerksam wird und dann wegläuft oder was? Also mich macht's gerade kirre. Ja, Mutti, Mann. Ich will nur wissen, was ich machen soll. Ich weiß gerade nicht. Wir gehen nochmal von unten nach oben. Vielleicht muss ich mit dem Hammer irgendwas machen. Nein. Da was reparieren. Nein. Da sind ein paar Fliegen, die rum. Ich muss irgendwie runter... Ja. Dann stirbt halt einfach. Ich muss irgendwie runter da in die Katakomben. Aber wie? Er hatte das... Die Höhle hatte das ja auch noch erwähnt. Als wir nämlich da oben auf dem Dach waren. Gibt's da... noch einen Weg runter? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wieder so simpel. Dass ich mal wieder nicht drauf komme. Geht's dann noch mehr nach oben? Nein. Ich meine, hier oben hat er ja gemeint gehabt, dass wir die Katakomben riechen würden und wie das mieft und stinkt und weiß ich. Da sind ein paar Steine. Können wir nicht mit interagieren, okay. Hm.
planlos. Machen wir das Musikding von Papa kaputt. Warum macht ihr das nicht? Ihr seid doch eh schon böse. Dann könnt ihr das auch schon machen. Das juckt doch dann eh keinen mehr. Da irgendwas. Schon irgendwie lustig, dass hier mitten im Weg ein Stuhl ist. Vielleicht wieder die Sicherung rausnehmen und oben reinmachen. Ich habe keine Ahnung für was, aber mir fällt gerade nichts ein. Mir fällt sonst einfach nichts ein. Ja, Mods, Mods, Mods. So. Da rein. Jetzt ist wieder hell. Sonst noch irgendetwas, was wir hier vielleicht nur mit dem Licht sehen? Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder und hoffe, dass wir dann herausfinden, was wir zu tun haben. Also bis denn, tschüss!